Technisch für heute. Wir haben einmal so den Versuch gestartet und wir haben ein bisschen diskutiert letzte Woche, was wir da so tun können. So, kurz abgelenkt, weil wenn man das YouTube-Fenster offen hat und sich selber reden hört mit 10 Sekunden Versatz, ist das leicht verwirrend. Wir haben überlegt, ob wir den Volt, also wir wollten eigentlich einen Volt-Workshop machen und dann haben wir gesagt, naja, dann probieren wir es, machen wir es doch Englisch, weil vielleicht ist es halt für die Englischsprachigen einfach interessanter. Also hin und her überlegt, was machen wir jetzt? Wie machen wir es jedem recht und hin und her? Und nach etwas längerem Hin und Her haben wir gesagt, na, jetzt probieren wir es einfach um 6 Uhr einen Termin reingesetzt. Und dann Niklas war so nett, etwas vorzubereiten. Ich habe keine Ahnung, was um 6 Uhr dann passieren wird. Aber wir werden es auf YouTube streamen und wir werden dabei Englisch reden. Die coole Geschichte ist, dass jemand anders unser Quest-DB-Video auch gefunden hat von letzter Woche. Ja, letzte Woche. Und gefragt hat, ob er oder sie das Projekt vorstellen können. Müsste jetzt lügen, kann man nicht mehr genau erinnern. Irgendwas Neues, was ich noch nicht kannte. Und das zweite war dann Captain, was auch vorgeschlagen worden ist. Da gibt es Genau. mittlerweile einen Idea-Pitch. Und sagen wir so, ich möchte das nicht irgendwie einen Keil in das Deutsche und Englische reinschlagen. Die Idee, oder das ist einmal ein Versuch, das jede Woche so zu machen. Wenn es funktioniert, super. Wenn es nicht funktioniert, überlegen wir sie alternierend oder wie auch immer. Und wir probieren einfach Sachen aus, genauso wie gehabt. Wir können aber Gott und die Welt quatschen im deutschen Meeting. Und später dann Project Spotlight, Open Source Projekte, irgendwas Interessantes mit Leuten ins Gespräch kommen. Ich habe euch ja auch in dem Monitoring, na, Incident Issue getaggt gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wer darauf reagiert hat, aber netterweise waren es 3 Leute. Da geht es halt darum, wirklich um eure Erfahrungen und Geschichten sich auszutauschen. Und wenn aus dem Webinar dann wahrscheinlich nur 5.000 Ideen rauskommen, dann kann man ja weitersprechen in einem Kaffee oder Käffchen oder wie auch immer dann. Und ihr wisst ja, wir haben ja 1.000 Ideen, was wir alles machen können. Und was ich halt auch mitbekommen habe, ist, wenn wir es auf Englisch machen, dann haben wir die Chance, dass jeder von GitLab mitmachen kann, beziehungsweise halt auch mehr Leute, die jetzt vielleicht nicht Deutsch sprechen können. Und deswegen habe ich gesagt, bevor wir jetzt, also ich habe glaube ich 2 Wochen hin und her überlegt, habe ich gesagt, so, jetzt machen wir das einfach und schauen wir mal, wo wir hinkommen. Was für heute interessant wäre, ich weiß nicht, ob ihr euch das Gitpod mit der Web-IDE schon angeschaut habt. Das ist cool. Nee, Funktioniert muss das? noch keine Zeit. Ich habe es am Smartphone ausprobiert. Es funktioniert, aber am Smartphone kannst du nicht viel damit machen. Aber es ist cool. Okay, weil ich hab nämlich einfach gesagt, ich tue gerade Talks vorbereiten und das und andere Sachen. Eigentlich wollte man halt 2 Stunden reservieren, das auszuprobieren. Ich hab mir gerade einen Gitpod-Account erstellt. Ich würde jetzt einfach einmal meinen Screen sharen und das einfach ausprobieren. Und vielleicht fail ich dann total. Es gibt Login with GitLab, das war super. Bitte? Login with GitLab. Ich habe es direkt probiert aus der Oberfläche und dann hat er gleich gesagt, wollen Sie mit GitLab Login machen? Ja, weiter Account erstellen. Also ja, das hab ich gerade noch gemacht, 5 Minuten vor dem Meeting. Da bin ich gespannt. So, jetzt seht ihr die rechte Seite, hoffentlich. Bevor wir da jetzt reinsteigen, ach so, bei den News habe ich noch ein paar Sachen verlinkt, die ich gefunden habe, die vielleicht ganz interessant sind. Und mit Wireflow habe ich mir auch vorhin rumgespielt. Das ist sowas wie Draw.io in neu und Open Source und noch schöner oder vielleicht ganz am Draw.io Anfang. ist auch Open Source. Stimmt, Draw.io, Entschuldigung, Draw.io ist Open Source, das heißt jetzt Diagram. Diagrams.net heißt, das Projekt heißt aber nur so und mit dem habe ich denn das offen? Das habe ich ja vorhin offen gehabt. Und Draw.io hat auch noch eine oder VS Code Extension, dass du das direkt in VS Code auch machen kannst. Das ist auch ganz cool. Nee, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir rumgespürt mit dem Ganzen, kurzer Exkurs, bevor wir in das andere reinsteigen.
Die haben eine Web-App, die kann man deployen mit GitLab Pages, weil wir wollten Cool. ausprobieren, ob wir das in GitLab integrieren können. Und das Problem ist, der PDF-Export ist in Java geschrieben und da Okay. brauchst du halt einen Server. Oder du verwendest halt Draw.io mit irgendeiner API. Das geht alles irgendwie. War mir dann beim Ausprobieren aber zu zeitaufwendig. Die Zeile ist eigentlich nur deswegen, weil, naja, weil es halt ein Debian-Image ist. Ansonsten kannst du nämlich die Web-App dann einfach nach Public schieben und der ganze Spaß schaut dann. GitLab.io, haben wir das irgendwo da? Ja, nur Web-App ist falsch. Habe ich im Pfad ein bisschen tricksen müssen. Ja, das kenne Ach so, der erkennt, dass ich jetzt schon eingeloggt bin, oder wie? Interessant. ich. Habt ihr Authentication vor dabei überhaupt? Der Ich glaube. versucht, der, du kannst ein Storage selecten und aus irgendeinem Grund erkennt er in meinem Cache, dass ich GitLab ausgeführt habe oder dass ich in GitLab eingeloggt bin. Ich verstehe es jetzt auch gerade nicht ganz, weil im anderen Tab hat das vorher anders funktioniert. Schauen wir Aber mal, es ob wir jetzt ist. irgendwas Aber es war die. Hipster-Fanziges finden. Authentification for GitLab Pages, oder? Was da vorgeschaltet ist. Oder nicht? Ne, es ist public. Also eigentlich. Ah, Ja, okay. eigentlich geht es durch Pages durch, aber es ist eigentlich transparent. Authorize this app in GitLab. Aha. Interessant. Probieren wir das. Was war da? Ach so. Ja, okay, das ist nicht konfiguriert. Access denied, cancel. Kann man es einfach zumachen? Ja, schau, machen wir es einfach zu, weil dann kann man nicht mehr rumspielen. Das ist wirklich nur ein Versuch, das Ganze halt kleinzeitig im Java, im Browser auszuführen, was man halt damit machen kann. Und wenn ich da halt, keine Ahnung, einen Actor einbaue und den Actor dann Michael A. Punkt nenne, so, einen zweiten Actor, den nenne ich Niklas und dann sage, warte mal, wie war das? Ich glaube, exportieren kann ich schon als PNG. Das geht, wenn man nicht alles täuscht. Device. Untitled Diagram, Download. Und dann ist das da bei mir im Browser und das ist dann auch tatsächlich ein Bild. Wenn ich es jetzt aufmache, sieht man es aber nicht im Screenshare. Man sieht aber, dass ein Zwarer daneben steht. Das habe ich schon ein paar Mal ausprobiert. Naja, und das ist also die. So ein kleiner Exkurs jetzt gewesen, was wir mal uns rumgespielt haben und zu überlegen, wie man das am besten integrieren kann. Die Kollegin, die Kristen Dybienko, die der Produktmanager, die Produktmanagerin ist für das Thema, die kümmert sich darum, dass das noch besser, schöner, hoffentlich integrierbarer ist. Aktuell gibt es da ein paar Hürden und ein paar Tücken. Aber wie ist das Aber geplant, dass das, dass die, ist das dann im Issue-Ticket oder wie soll das dann funktionieren? Also rein vom Ablauf. schön wäre es. Schön wäre es auch, wenn es zum Beispiel ein Design wäre, was man einfach hochladen kann. Also, dass das quasi die Design-Management-Schnittstelle mit integrieren könnte, ähnlich wie Figma integriert ist. Da gibt es ein paar Überlegungen. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß das Ticket nicht auswendig. Na, geht gut, Aber. aber war nicht Draw.io, die in PNG das Ding verstecken. Du kannst, glaube ich, die XML-Daten im PNG verstecken. Das heißt, du kannst es als PNG speichern und auch die Edit-Daten im PNG halten. Da gibt es irgendwas. Ja, das Ding ist, wir haben da letztens diskutiert drüber. Aber mein Ich weiß Arbeitsko es mein nicht genau. Arbeitskollege freut sich riesig, wann das drin ist. Er wartet auf das in GitLab. Aber eins musst du auch Okay. probieren. In VS Code gibt es auch die Extension, ich glaube, die heißt eh Draw.io. Da kannst du dasselbe auch direkt in VS Code machen. Ja, warte mal, ich bin jetzt gerade in einem anderen Fenster unterwegs. Versuche nämlich herauszufinden, wo das Ticket ist. Haben wir das? Die Draw.io auch im Wiki. So. Okay, das war irgendwas
Das, genau. Das war die Geschichte, das im WeGift zu verfügbar machen und da kann man sich dann durchhandeln zu den ganzen anderen Tickets. Also es gibt das beschrieben oder die Überlegung, das halt einzubauen. Nur ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie schwierig das dann in der Summe tatsächlich ist, beziehungsweise wann das dann tatsächlich kommt. Es hängt dann mal am Backlog und es hat schon einige Upwards. Das ist schon mal eine gute Geschichte. Schauen wir mal, wo habe ich denn jetzt das andere Ticket offen? Nee, das ist das. So, das ist Pipelines. Offensichtlich war der Michi wieder doof und hat die Agenda zugemacht. Ah, doch. Ja, ganz blöd, da ist. So, ich wollte das eigentlich als, keine Ahnung, einfach einmal noch reinschmeißen. Und dann einfach nonchalant versuchen in einem neuen Projekt, beziehungsweise habe ich irgendwo einen Code rumliegen, den ich damit bauen könnte, schon GitLab.com. Bei den CI Monitoring Webcast. Kann rein theoretisch den nehmen. Da liegt jetzt ein bisschen Go-Code drinnen. Jetzt Git Protokoll. So. Ach so, das muss ich Das eigentlich. muss nochmal, da muss enablen, das macht er eh für dich automatisch. Ah. Okay, interessant. Ach so, das ist jetzt in meinem Profil abgedatet Genau, drinnen, und jetzt musst du nochmal offensichtlich. auf Gitpod klicken. Launch ready to use. Ach so, so ist es gebaut. Okay, jetzt verstehe ich das. Das ist quasi jetzt Aha. anstelle der Web-Idee, ne? Also das ist entweder oder. Okay, nein, ich hab ehrlich gesagt Gitpod noch nie ausprobiert und habe jetzt überlegt, ach so, so funktioniert das dann. Das ist dann im Endeffekt eine eigene Oberfläche, wo ich dann im Endeffekt arbeiten kann. Aber das Coole ist, wie es Code, ich weiß nicht, ob Gitpod standardmäßig wie es Code nimmt oder ob das jetzt nur ein Image ist. Das ist das Standard VS Code Ding. Das läuft nur, da es ja Node.js am Ende des Tages irgendwie ist, Er kann mit kannst du Browser da einfach auch mit. eigene Plugins rein injecten. Wir haben das mal für Schulung damals immer genutzt. Als dieses VS Code Ding rauskam, sehr frisch, haben wir dann zum Beispiel die Kubernetes Standard Extensions und so weiter mit. Aber kriegt man irgendwie so Extensions ein, so wie beim VS Code die Dev-Container? Bekommt man das da irgendwie rein, dass das Printer Dev-Container checkt? nicht. Also Dev-Container ist nochmal was anderes. Aber wenn du jetzt auf die linke Seite drückst, auf die Extensions drauf, also unter dem Okay, Moment. Bug-Ding. Ich versuche gerade das Terminal zu hacken. Ja. Ja, Unter du dem hast es Bug. wahrscheinlich jetzt Ganz auf, unten. Ganz unten. genau darunter. Ach so, das. Ja. Extensions. So, dann Installed. such mal einfach mal nach Docker zum Beispiel. Okay. Mir ging es nur darum, dass man im Project hinterlegen kann, wie im Dev-Container, dass ich es automatisch installiert bekomme, wenn ich den Container auch mache. Ja, Also das kann den. man wahrscheinlich, oder wenn du deine eigene Instanz auf jeden Fall fährst, geht das auf jeden Fall. Das Weil ist Gitpod kannst du super. ja auch selber. Ich habe im Heroes Channel, habe ich das, glaube ich, reingepostet. Aber ich habe es auch irgendwo nochmal hingepostet. Oder auch getwittert, ich weiß es nicht mehr. Der Cornelius Lindemann, der arbeitet bei Typefox und der hat einen kleinen. Ein Tutorial geschrieben, wie man das in Kubernetes startet, das GitLab und dazu dann Gitpod. Das kannst du alles mit Docker machen, weil er nur K3D nutzt. Also K3D ist einfach K3S in Docker. Also dass du halt Kubernetes nutzt, in Docker-Containern einfach startest und kannst damit halt das ganze Environment halt dem so bootstrappen. Das ist halt Ich dann habe auch sehr. einen Tweet gelesen, weil ich mich das interessiert habe. Das Einzige, was mir jetzt fehlen würde, war zum Beispiel für Native-Entwicklung, dass ich jetzt den Native Desktop bekomme, gibt es tatsächlich einen Blogpost, der nutzt einen VNC Server und dann nimmt er einen VNC Server, der web-based ist und kann damit von dem sogar native Oberflächen anzeigen. Das wäre cool. Das kannst du auch einfacher machen. Wenn der Michael mal oben auf die drei Punkte in seinem Browser drückt, Ganz was rechts für drei oben. Punkte? In die Ach Toolbar. so. Na, genau. Hallo?
Okay, irgendwie leckt es gerade ziemlich. Moment. Okay, du kannst auf jeden Fall, das können halt Chrome, wenn du dann, jetzt muss ich mal gucken, wo das war. Mo ah. Wir haben gerade eine kurze Denkpause gehabt, sorry. Unter More Tools. Ja. Und dann mach mal Create Shortcut. Ja. Und dann müsste jetzt wahrscheinlich irgendwo bei diesem Fenster auftauchen. Ach so, das sieht man jetzt natürlich wieder nicht. Ja, ich nenne das jetzt Genau, einmal dann setz Gizpod. mal das Haken, genau, setz mal den Haken als Open is Window. Der ist da drunter. Jetzt kriegst du ein Icon bei dir irgendwo auf dem Desktop. Oder der öffnet das, ich weiß Wow. es gar nicht mehr. Ja, Moment einmal. Ja, muss dir nicht zeigen, aber dann öffnet der Trick, das ist halt das Electron für die coolen Leute, weil dann der Chrome macht einfach eine Web-App einfach auf. So ein Also, eigenes Browserfenster, was sich wie eine App benutzt. ja, Moment. Lektor, der PWA-Schnittstelle ist das, ne? Wahrscheinlich. Genau, also diese ProRes Web Apps oder so, wie man es sich nennt. Genau, wenn ihr jetzt auf Gitpod drückt. Das ist cool. Ich habe nichts zu verstecken, also prinzipiell. Naja, die geheimen Sachen muss ich ja dann retuschieren im Livestream. Na, da links ist es aufgegangen, das ist recht, oder? Ja, das ist jetzt da Genau. offen. Ist richtig. Genau, das ist jetzt einfach dein Fenster. Also das ist halt dein Window-Fenster in dem Sinne, Ach, und so das wie ist jetzt dann die eine Website. Chrome-App. Ja, genau, Ah. PWA, das. Aber ich habe es anders gemeint. Ich meinte, dass ich vom gestreamten Service den Native Dialog, also den Desktop bekomme. Weil das beim Native Entwickeln hilft halt nicht. Weil dann. Und das geht mit einem WebVNC-Server. Habe ich auch einen Tweet gefunden bei Gitpod. Der ist nicht ganz Hä? Aber das macht doch gar stabil. keinen Sinn. Naja, wie kriege ich jetzt wenn ich eine QT-Oberfläche habe, wie bekomme ich die QT-Oberfläche vom Server auf meinen Desktop quasi gestreamt? Ach so, du meinst, das meinst du, okay. Also den Ja. Desktop, wirklich den Desktop per se. Und das ist cool, ich wusste nicht, dass es, VNC kennt man ja, aber ich wusste nicht, dass es eine Web-Variante, also einen Web-Player gibt, der den VNC wiedergeben kann. Ja, jetzt weiß ich, was sie meint. Genau, also du kannst es über VNC machen, XL-Forwarding geht, also man kann halt auch, wie heißt das? Apache Guacamole, glaube ich. Das kann ich gar nicht. Ich glaube, den Editor brauche ich einfach nicht. Ich werde einfach da Vim in dem Terminal verwenden zum Programmieren. Übrigens, Fun Fact: Man kann in Visual Studio Code, ich nutze da Vim-Keys in Was? VS Code, Ja. damit man schneller navigieren kann. Ja, das gefällt mir. Was ist der Michi für ein komischer Entwickler? Der will in der Shell rumprogrammieren, während er die Oberfläche hat. Ah, das Problem ist, dass ich viele Jahre lang sehr viel, eigentlich nur Zugriff gehabt habe, um schnell was zu fixen mit einem VI. Wenn du nämlich beim Kunden in der Produktion rumhüpfst oder eben andere Dinge tust, und da gewohnt man sich dann an einem VI. So, Aber das was soll machen ich wir da ja nicht mehr. aufmachen? Wir checken ja das erst Ja, an, ein und stimmt. dann lassen wir die automatischen Tests durch die GitLab-Pipeline am besten laufen. Na, das ist gut. Stimmt. Dann wird es noch ausgeführt, genau. Weil ich habe da jetzt Guacamole. ein Go-Projekt, was ich ziemlich eigentlich nur mit der GitLab CI baue, normalerweise. Das heißt, das funktioniert aktuell nicht, weil der Go-Path nicht gesetzt ist. Das müsste man dann effektiv für Gitpod halt nochmal nachbiegen, Aber beziehungsweise sehr das Skript dafür bauen. warum hast du keine Go-Modules drin? Dann brauchst du das nämlich nicht mit dem Path. Weil es soweit noch nicht war, weil das ein Demo-Projekt von mir ist. Also, Also das ist ein das. ganz, ganz simples Go-Projekt, um es zu verstehen. Aber habe ich nicht irgendwo, überlege jetzt gerade, ob ich irgendwo anders ein Go-Mod-Projekt habe. Aber nee, Ja, also. also. Du hast recht, die haben wirklich, da gibt es ein Ticket in GitHub, in den Chat, wo man die Dev-Container-Files ins Image packen kann, damit das quasi installiert wird. Weil wenn das jetzt noch on demand ginge pro Projekt, das wäre super. So, was kann ich denn da sonst noch treiben? Ich kann mir das anschauen. Okay, schön. Kann mir den Source Code anschauen. Kann da drin auch Go programmieren und er macht das, was er will. Ja. Ja, und was für du Geil. speicherst? Geht das dann automatisch zurück nach GitLab?
Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Das Ich probieren wir glaube, jetzt dass aus. da steht irgendwas, wenn es dich ausloggt, steht irgendwas drin mit entweder nach 14 Stunden oder 14 Tagen wird der Container gelöscht. Ich glaube, dass der das nicht automatisch macht. Ja, aber wie committet man jetzt dann? Also du machst den jetzt normalen Workflow. Also das heißt, du Ja. würdest jetzt lokal einfach. Ah, Stagen okay. Und und zurückpushen. Weil irgendwas steht, speichern wir den jetzt? wenn du ausloggst, ich glaube, der Container bleibt für 14 Tage oder irgendwas steht, wenn man sich ausloggt. Save. Speichern kann man das? Ich glaube, dass das nicht So, jetzt automatisch ist zurückgeht. modified. Ne, Moment, jetzt ist modified. Ach so, jetzt habe ich quasi da drinnen dann wahrscheinlich die Integration. Komme ich da irgendwie mit Git zulande? Das muss doch drinnen sein, wenn es Kannst eine du's, Integration hat. nimm's in der Command Da? Line. Da? Ach so, Naja, stimmt. nimm die Command Command Line. Line. Das ist Mit normales VS Status. Code, nur rennt's woanders. Ja, aber Geil. hat der dann auch deine Credentials? Auf welche Credentials nimmt er jetzt? Das ist die interessante Frage. Ja, das ist eine Obwohl, gute Frage. das Wobei probieren wir der jetzt einfach kann, aus. er hatte den Token, er hatte das Authorization with GitLab, müsste nicht mit dem Token irgendwie reinkommen. Ich vermute, dass der Admin Recht oder volle Rechte hat, ja. Ich mache das jetzt in der Shell, weil ich nicht rumklicken will. Feature save. Git commit minus AV minus M Test. Ah, Test ist ein schlechter Commit. Test 2. Verschwind. Tada. Tada. Hallo David. So. Git push minus u origin feature save. Grüß Gott. Hallo. So. Wir denken uns jetzt quasi, dass wir da eine CD haben. Ich klicke das einmal an. Ja, dann haben wir einen wunderschönen Merge-Request, den ich jetzt natürlich da herüben mit meinen Berechtigungen erstelle. Und dann läuft der CI wieder. Und dann wäre natürlich die spannende Frage, ob ich da jetzt eine CI-Integration habe. Du brauchst ja nur die GitLab-Extension. Git. Ach so. Ja, diese GitLab Genau. Workflow-Extension, Ach die so, ich jetzt verstehe ich so, das. das ist das Weil ich das so Einzige, prickelnd finde. nein, das Einzige, was ich echt schade finde, ist, dass der Login immer noch über den händischen Token kopieren passiert. Das habe ich jemals Ticket erased. Ich Das habe das ist noch nie wirklich. ausprobiert. Das ist super, aber das Einzige, diesen Token musst du halt kopieren. Das ist am Anfang echt ziemlich nervig. Ach so, ja, gut. Aber ich kenne jemanden, der hat ein tolles Tool geschrieben, der kann sich die Token per CLI generieren. Die Wer ist Personal das wohl? Access Token. Ich weiß aber nicht mehr, ob es funktioniert. Das ist schon sehr lange her, dass ich das Ach so, probiert habe. ist dann der. Okay, dann installieren wir das halt für mich. Und nach dem Umbau, wenn das TypeScript-Umbau bei dem GitLab Workflow fertig ist, sind ja sehr viele Sachen jetzt dann drin, die da jetzt noch nicht gehen. Also das ist im Endeffekt dann eine komplette Entwicklungsumgebung gehostet woanders. Cool. Und auf das Jetzt habe ich auch ist ja schon die lange gewartet. Frage, Ist das wie diese viele Remote Ressourcen das man zur Development? Verfügung hat. Ist das jetzt diese Remote Ja. Development Environment Geschichte Das von VS Code? ist Gitpod Das jetzt. ist Gitpod. Noch was anderes. Und wir Aber sind halt, weil, sorry kurz, weil du ein bisschen später reingehüpft bist. Wir probieren im Endeffekt da den neuen Knopf aus, der in der Oberfläche dazugekommen ist. Nicht mit das Repository in der Web-IDE aufmachen, sondern in Gitpod. Und in Gitpod kommst du quasi rein, indem du dem eine GitLab-URL gibst fürs Projekt. Und der baut dann die Umgebung, fährt dann eine, keine Ahnung, was das jetzt genau ist, eine VM im Hintergrund hoch und baut dir da mit dem Tayer das Visual Studio Code da rein. Irgendwie so. Ach so, please set your personal access token. genau, das ist das, was ich meine. Macht jetzt aber keinen Spaß. Muss das Fenster wegmachen. Nee, mach's Wie ist das live. jetzt? Mach's live. Nein, mach's live. Zum Glück machen wir gleich Void. Dann starten wir irgendwo eine Secure Void Instanz. Und dann kannst du Überlege dir jetzt gerade, einfach. wo das Fenster hingegangen ist. Das ist nämlich irgendwie weg. Naja.
Genau, und generiere bitte ein API Personal So. Access Token mit API-Access. Wäre ganz Damit wir dann praktisch. alles screenshotten können. Damit wir dann alles machen können. Screenshot hier beim Live. Da hochladen. Wir lösen das Problem ganz einfach. Ich klicke jetzt da auf Stop Share. Dann mache ich das. Okay. Ja, dann haben wir aber, wir wissen nicht, wie man Personal Access Token generiert. Da kriegst du einen Screenshot von mir. Den habe ich übrigens in irgendwelchen Unterlagen drinnen. Also, ja, aber kannst du ja Revolt nur die Experience Time direkt auf einstellen. Ja, aber wenn ich da jetzt irgendwo rumnavigiere, dann habe ich da ehrlich gesagt keine Lust, was zu tun. Ja. So. Also ich bin da eher vorsichtig, was das betrifft, auch wenn Livestreaming Spaß macht. Das nennen wir jetzt Gitpod API oder so. Ja, Geschichte zum Thema. Ich habe es mal geschafft, mein Passwort in ein... in den Puppet Community Slack zu pasten. Und es nicht gemerkt für ein paar Stunden. Konnte man es erkennen, dass es ein Passwort ist? Es war Gott sei Dank nicht mein Puppet Passwort, sondern von einem privaten System, das. So. Nicht dasselbe Account quasi. Nein, es war weit weg von dem Account, aber ja. Das geht, glaube ich, schnell, oder? Wenn es da zack, paste, fertig. Ja. Mir ist das mal beim Private Key. Ich habe auch so den Private Key mal deleted in einem Stream. Während eines Meetups, das live gestreamt worden ist. Weil ich nicht ja, auf die Endung geachtet habe, hab nur .pub, mach einfach nochmal ein ganz CRT und guck so, meinst du, oh, das ist der falsche Key. Ja, aber war auch ein privates System, von daher geht's invalidiert. Erinnert mich einfach daran, dass ich den Key jetzt revoke, weil ich sowieso einen Browser offen gehabt habe, wie ich Screensharing wieder gemacht habe. Also es ist eh wurscht. Es sind immer so die Anfängerfehler, wenn man sicher sein will, aber eigentlich nicht sicher ist. Das Schöne daran ist, man kann es ja alles revoken. Und wir haben letztens auch einen Fehler gemacht. Wir haben was rumgebaut mit einem .end-Verzeichnis oder mit einem .end-File, was eigentlich nicht eingecheckt werden sollte, laut Gitignore. Das Problem war nur, dass das File halt vor dem Gitignore eingecheckt worden ist. Oder irgendwas anderes magisches. Autsch, autsch, autsch. Und wir haben es aber nicht gleich gecheckt. Aber das Coole dran ist, dass die ganzen SQL-Scanner von unserem schönen Produkt laufen wir auf GitLab.com, auf unseren ganzen Projekten drauf. Und der hat es gefunden, oder? Und der hat es gefunden. Ja, weil das wollte ich jetzt fragen, ob die das nicht eigentlich weg so reporten sollten. Ja, das Erste, was wir halt gemacht haben, ist natürlich alles resettet und dann die History umgeschrieben und revoked. Und das Zweite ist, man dann hat einfach das Security Scanning Template inkludiert, um sowas zu verhindern in Zukunft. Dann läuft halt in der Serie nicht nur irgendein Bild oder Test oder Deployment Job mit, sondern halt das Security-Ding und das meckert dann halt entsprechend. So, jetzt habe ich da was reingepastet und jetzt wollte ich wissen, ob ich da ein kriege Feedback. Es geht eh unten, du siehst eh unten, ja, unten in der Leiste. Ganz unten in der Leiste. Da siehst du Pipeline und den Merge Request siehst du auch. Wenn du draufklickst, geht eh nur der Browser im Endeffekt auf. Ja, aber das ist schon ein gewisser Mehrwert für mich, weil normalerweise muss ich ja suchen. Ja, so ist es. Sag mal, welcher Job. Genau, es ist ziemlich basic, aber das, was geplant ist nach dem Umbau, da geht es schon weiter. Dann hast du links hast du zum Beispiel auch das GitHub-Logo ganz unten an der Leiste. Ah, cool. Und da hast du, glaube ich, dann Issues und Merge Requests und so Sachen kannst du dann sehen. Ah. Aber ich weiß nicht, ob das geht gerade. Das weiß ich nicht. Bin mir jetzt noch nicht sicher. Du kannst auch mit einem Feature Flag kannst du jetzt momentan freischalten, dass die Merge Requests auch direkt darin sehen kannst. Und solche Sachen. So, das ist für das Projekt, ist das aktuell. Genau. Okay. Ja, wenn man gerade gewundert hat, ich habe Merge Requests, die mir sein sollen. Ja, stimmt. Da sind ein paar Merge Requests drinnen. Was passiert, wenn ich jetzt auch klicke? Nix. Okay. Ist created by me.
Und die beste Extension fehlt. Die beste Extension fehlt noch, GitGrav. Ach, wenn du die kennst. Moment, ich zeig dir mal, wie ein GitGrav ausschaut. Ich meine, da unten das Auto Tour. Was anderes, was du ausprobieren könntest, kannst du die, ja, die Puppet Extension dort installieren und laden? Ja, ich mache alles für Marketing. falsch, unten ein Stück. Danke, ja, das ist sehr irritierend. Ich kann ein Ansible installieren, wenn du willst. Das interessiert mich eigentlich nicht. Nein, das Scherz. Wobei, es würde mich interessieren, ob du mit ihrer Extension auch so toll debuggen kannst, wie mit der, die James hier gemacht hat. Ah, interessant. Hast du gerade den Dialog, den du gerade gesehen hast? Ich glaube, du kannst halt, wenn du jetzt die Extension installierst, wird das irgendwo zwischendurch speichert bei Gitpod. Und wenn du nächstes Mal eine neue Instanz startest, hat er auch wieder deine Extensions, weil der gefragt hat, ob er es nur im Workspace installieren soll oder halt global. Ah, cool. Das ist eigentlich. Ich glaube, das müsste dann gehen. Damit ist das Problem eigentlich dann schon gelöst. Aber lieber David, ich kann dich beruhigen, mein Ansible-Wissen ist so gering, dass ich mich mit Puppet wohler fühle. Auch wenn ich bei Puppet viele Dinge wahrscheinlich schon verlernt habe, weil ich die letzten 5 Jahre nicht aufgepasst habe. Aber geh, Ansible ist doch so einfach. Du brauchst nur YAML können. Ja, das ist genauso wie für Jenkins nur XML können. Das ist aber ein bisschen Lohn bei Ansible, also nur YAML können. Also ich komme irgendwie immer dann an die Stellen bei Ansible, dass ich irgendwann Python schreiben muss. Für irgendwelche Zwischenhändler. Es stimmt ja schon nicht die Aussage, dass du nur YAML können musst, weil, wie gerade erwähnt, für Jenkins reicht der XML auch nicht. Du musst ja wissen, was du für Strings hinschreibst. Ne? Wie deine Programminstruktionen kodiert werden, ist ja nur sekundär. Es zipft dich nur so fürchtlich an, dass es Ansible geschafft hat, sich mit dem Marketing durchzusetzen. Oder dieses Marketing, diese Marketing-Message im Markt unterzubringen, ja, weil es so flach ist. Naja, im Endeffekt kannst du halt sehr viel hässlichen Bash-Code in ein YAML-Skript reinschreiben. So waren meine ersten Gehversuche mit Ansible, bis ich dann gemerkt habe, dass mir das eigentlich überhaupt nicht gefällt. Und dass ich eigentlich lieber eine DSL hätte und am liebsten hätte wie sagt man das, so ein Sammelsurium aus Puppet, Ansible und ein bisschen Chef vielleicht noch. Bolt. Kann keinen Agent, sondern genau Bolt, was so magisches rausschießen und deployen. Und Hira und Puppet und Facts dazu, so in der Richtung. Da. Irgendwie so. Die Exported Resources in skalierbar und schöner dazu und und viele Dinge brauche ich ehrlich gesagt da gar nicht mehr. Also ich habe ja Puppet eigentlich mehrheitlich zum Provisionieren von Vagrant-Boxen verwendet, was irgendwie dem widerspricht, für was eigentlich designed war. Aber ja, ist eine schöne, hat mir immer sehr viel geholfen, wenn man die Fehler nämlich versteht. Im YAML-Parser die Fehler verstehe ich nicht. So, muss ich jetzt irgendwas machen, damit das Puppet-Ding anspringt? Ja, ein Puppet-Projekt wahrscheinlich. Haben. So. Hat er mich sowas? Nein, hat er nicht. Aber wobei. Command-Shift-P? Was? Ja, ich glaube, du solltest so Sachen machen können, wie deine lokalen Fakten anschauen in der Maschine, auf der du gerade sitzt. Wenn du nach eben, wie gerade erwähnt, Command-Shift-P und Facts eingibst im VS Code. Warte mal kurz, habe ich das da rumliegen? Ach so, nee. Das heißt, ich habe das nur in dem. Das Puppet GitLab liegt nur auf GitHub rum. Das macht aber nichts. Was habe ich da gemacht? Ach so, da habe ich sogar was gepatcht einmal. Wenn ich git remote add gl das da mache, dann habe ich das ja bei mir dann herüben. So, das nennen wir jetzt Puppet GitLab und git push minus u gl master. So,
dann sollte mir das Projekt automatisch anlegen. Genau, jetzt habe ich ein Private Project, das macht aber nichts. Oh, das ist ja nett. Aber das kennst du ja gar nicht. Nein. Wenn du mit HTTPS pusht, dann legt er dir anhand von dem Pfad, den du da drin hast, das Repository als Private an. Seidig. Das habe ich vor einigen Monaten rausgefunden. dadurch, dass ich natürlich alles lieber public habe, muss ich natürlich dann da irgendwo reinspazieren. Aber man muss nicht man muss nicht in der Oberfläche rumklicken und sich überlegen, welchen Namen das man vergibt, sondern kannst da drinnen agieren. Mhm. Was du auch machen kannst, mal schauen, ob ich vielleicht bei den, ist der KDE, da ist der KDE-Workshop. Du kannst Merge-Request-Optionen angeben. Ich muss mal schauen, ob ich es finde. Wo waren die Merge-Request-Optionen? Was ist das? Na, das war schon CI/CD. Ah, ich glaube, das war das. Du kannst diese Merge-Request-Options quasi mitgeben und dann auch sagen, quasi Merge, when the pipeline succeeds, und bitte machen und viel Spaß. Das musst du natürlich irgendwie wrappen oder halt aliasen. Aber du kannst halt über die Command-Line dann einfach einen Merge-Request aufmachen. Das ist cool. Ja. Ich kenne das nur bei Skip-CI oder so. Wenn es nicht haben willst, das auch finden soll. Das gibt es, glaube ich, also das sind nicht alle Optionen da. Ich kenne nur das Skip-CI. Okay. Ich werde das einfach dann später da rein verlinken. Das, was ich jetzt ja eigentlich machen wollte, ist, das Project machen wir jetzt einmal public und speichern das Ganze. Und dann gehen wir wieder ins Gitpod rein. So, was passiert da jetzt? Nachdem ich das global installiert habe, müsste ja rein theoretisch so neues die Puppet Extension noch da sein. Hast du global gesagt? Project? Ja. Okay. Sonst installieren wir es halt nur mal. Ist ja nicht unsere VM, also. Aber das Gitpod ist echt ein cooler Zusatz. Mhm. Das Einzige, was noch interessant wäre, wie stark die Maschinen sind oder ob man sich das ausbauen kann. Bei der Freitisch. Die Frage, wie viel das ich parallel jetzt machen kann, weil aktuell habe ich ja quasi ein Projekt schon gestartet und der sagt jetzt gerade Pulling Docker Images. Weiß nicht, ob das irgendeinen Impact hat. Was ist das mit One-Click Experience? Das ist geil, das bewegt sich nach der Maus. Besser ist jeder Fortschrittsbalken von Nero Burning Room, wenn es installiert. Nero Burning Room. Das waren die ersten, die diesen Fortschrittsbalken von 99% auf so einen Knight Rider Kit Button umgebaut haben damals. Dass du nie gewusst hast, wann es fertig ist. ich habe dann selber mal solche Fortschrittsbalken programmieren dürfen und wir haben festgestellt, dass du mehr Rechenzeit darauf verschwendest, um die Prozent anzuzeigen, als tatsächlich. Richtig. Passiert beim Installieren, deswegen machst du das nicht. Der blöde Interrupt. Genau. Na schau, Puppet VS Code has been updated. This could use. Was ist ein proper? Ich weiß nicht, was ein proper Gitpod Configuration ist, aber wir ignorieren das jetzt einfach. Aber geht da wirklich Docker drin? Geht da wirklich Docker? Docker in Docker? Oder hat der jetzt einfach kein Socket und fertig? Puppet Installation. Und du solltest da jetzt zum Beispiel PDK New Class sagen können. Aber er sagt doch, PDK ist nicht drinnen. Aber probieren wir es jetzt einfach mal aus. Hm. PDK New Class. PDK okay. Not found. Kannst du Ctrl-Shift-B New Class sagen? Das wird sicher sein. Achso, nein, das wird auch noch drin. Control. Also Command-P. Also Command-P. Da steht einmal, the extension failed to find Puppet installation automatically. Oh, das ist natürlich tragisch. Ja, die Frage ist, wird das geht der davon aus, dass lokal liegt, oder? Würde ich fast annehmen. Bestimmt. Hm.
Sonst müsstest du ja für alle Sachen alles reinbauen. Die Extension braucht den PDK. Ich habe schon gesehen, dass das zumindest mit der VS Code Remote-Dings funktioniert. Ja, der ist eine Remote-Container-Extension. Das hier, aber da musst du noch die, dann wird das Images hier halt nicht enthalten. Bei dem Dev-Container, was du meinst, wird es wahrscheinlich dabei stehen in der Post-Command. Oder im Image. Ups. Wo ist das? Jetzt bin ich verwirrt, weil das eine läuft im Fenster und das andere läuft im Browser. Sudo dpkg install? Nein, ich wollte erst einmal schauen, was das überhaupt für Kisten ist. Cut. Also das, was ein Hacker normalerweise macht. Das ist sogar 20er. Okay. Brav. Aber damit, Gitpod kann sogar mit diesem YAML-File von Gitpod kannst sogar Dev-Container von VS Code laden. Mhm. Kann das PDK lokal installieren? Nein, du musst es entweder dort installieren, wo das VS Code läuft, oder im VS Code diese Remote-Container-Extension verwenden. Weil die Puppet VS Code-Leute liefern sowas mit, dass du theoretisch diese Remote-Container-Dings verwenden kannst und dann läuft alles da im in dem Container. Machen wir es einmal anders. Gitpod Puppet. Interessant, bei Gitpod steht bei Free nicht einmal dabei, wie viele Parallel Workspaces. Nur bei der bezahl-ersten Variante hast du 4 Parallel Workspaces. Aber bei Free steht nicht dabei, wie viel. Naja, 50 Stunden sind 50 Stunden. Und wenn du 5 gleichzeitig hast, dann ist halt dann nach einem Tag aus. Das sehe ich aber bei Personal ist 4 Parallel Workspaces und 100 Stunden. Ja. Aber ich glaube, er steht nämlich dabei 30-Day Trial Private Repos. Ich glaube, dass die ersten 30 Tage ein bisschen mehr hast. Ja. Das ist die First Fix is free. Catch them all. Achso, das ist eine Zusammenführung der Geschichten. Aber rein theoretisch kann ich das doch einfach als Tabel runterladen und das ist dann ein Single Binary da? Nein, es ist nicht wahrscheinlich. Also ich habe das noch nie installiert. Okay. Ja, nimm das Ubuntu Version 18. Das bringt eh alles mit, bis auf die libc. Achso, da muss ich das reinkopieren. Die Vor- und Nachteile von kommerziell supporteter Open Source Software, alles muss mitkompiliert werden, weil. Das Problem ist, ich kann das jetzt nicht installieren, weil sudo geht nicht. Sudo geht nicht? Effective Viewer, das ist das, was ich da oben probiert habe, ist not null. Deshalb bin ich so dann gefallen, bla bla bla. No root. Also, kann es ja gerne noch mehr probieren, aber nee. Also wir sind da in irgendeinem Sandbox-Environment. Docker. Docker ist noch ein Sandbox. Oder nur wie Ja, danke. Ich weiß nicht genau, wo wir gerade sind, aber Gitpod. Es schaut schon nach einer VM aus, aber nach einer VM, wo du keine Rechte hast. Schau mal, wie groß der Disk ist.
Wird auch interessant sein. Just 100, 200 Gig und 162 sind drauf. Achso, und Thea ist dann nur mal was anderes. Als ETC-Host ist das so rein. Hä? Hä? Was sind das? ETC-Host ist doch eine Datei. Wieso ist denn das so reingemountet auf DevSDR1? Komisch aus. Ein Bindmount vielleicht? So schlimm sind? Um das von außen zu konfigurieren. Proc MTAP oder sowas ist dein Freund. Kubernetes Managed Hosts File, ja. Okay. Ja gut, das ist ja alles Reverse Engineering gerade. Wir konnten natürlich auch einfach die Doku aufmachen und nachlesen, aber das macht keinen so Spaß, oder? Nein, das macht keinen Spaß. Außerdem kann man ein bisschen diese Fingerübungen von früher, wo du sagst, ich kann alle Linux-Commands auswendig. Ich finde es aber cool, dass zum Beispiel Hardtop installiert ist, weil das ist mal wesentlich lieber als Top. Da läuft aber ein Supervisor. Okay. Git not. Backend. Interessant. Ja, was man da alles rauslesen kann. Was kann man denn da sonst machen? Ist vor allem Start drauf. Okay, wurscht. Braucht man nur fürs Monitoring. Jetzt kann man da nichts installieren. Docker ist auch nicht installiert. Ich weiß jetzt nicht, was die Docker-Extension macht. Ja, normalerweise die Container und so, aber ich glaube, der kommt dann nicht, weil Docker in Docker. Ich glaube, das wird nicht gehen, weil du brauchst den Root dafür. Genau. Was kann man denn sonst in dem Code machen? Puppet-Syntax schaut jetzt vernünftig aus, das kann man erkennen. Interessant wäre dieses Git-Pod-YAML-File, was man da machen kann. Was meinst du? Man muss scheinbar draußen ein Git-Pod-YAML-File oder so irgendwie heißt das anlegen. Und dann kannst du zum Beispiel mit dem kannst du die Images zusätzlich reinladen und so sagen. Ja, okay. Für die meisten Sachen brauchst du diesen Language-Server und den PDK. Da kannst du die Ports freischalten, solche Sachen, ne? Also quasi die. Ja, und auch diese Before-Scripts-Geschichten machen. Docker Compose-mäßiges schützen. Und da kannst du scheinbar auch sagen, dass er in den Chat gepostet, dass du die Dev-Container von VS Code, die Docker-Files nehmen kannst. Die kannst du da scheinbar angeben. Dann kannst du zum Beispiel dass unser Website laden und den Dev-Container, da habe ich einen Dev-Container damals reingepackt, den müsstest du theoretisch laden können in GitHub. Mit dem Task-Preview, weil da habe ich einen Port freigeschalten und das müsste theoretisch gehen, dass du auf dem quasi die Website editieren kannst. Ach so, self-hosted. Pre-built Workspaces, was ist denn das? Okay. Boah, da kann man viel Zeit versenken. Configure Custom Docker Image. Okay. Ja, das orientiert sich. Was? Brew Install? Okay. Interessant. Ach schau, da kommt man was installieren außerhalb. Das heißt, wenn man jetzt rein theoretisch, kann ich das einfach zumachen? Keine Ahnung. Wie komme ich denn da jetzt wieder in mein hauptsächliches Projekt rein? Wahrscheinlich gar nicht. Dann machen wir das halt nochmal auf. Puppet GitLab da. Dann ich brauche die Web-IDE und ich möchte eine Gitpod-YAML da reinlegen. So, plus Gitpod. Es wird helfen, wenn ich mich anmute. Ich wollte gerade sagen, du hättest das Gitpod YAML ruhig auch im VS Code anlegen können. Ja, das war das. Der wird das sicher kennen.
Stimmt, das ist ein wunderschöner Lerneffekt, den ich gerade habe. eigentlich kann ich in dem Environment drin arbeiten. Ja. Das ist was, das liegt offensichtlich an wenig Schlaf. Das ist ein Inception-Problem, glaube ich. Und das, machen wir Command-Shift-P, weil er hat jetzt erst gefragt mit Setup bei Proper Gitpod. Da gibt es sicher so einen Template-Generator. Gitpod. Gitpod? Steht denn was mit Setup? Setup Project aus. Setup Project. Ich schätze mal, der macht das, oder? Okay, ist nicht viel, aber. Naja, immerhin, du musst so denken. Neue Datei, Namen überlegen, ja. Name falsch geschrieben, nochmal umbenennen, YAML einbauen, feststellen, scheiße, man braucht ein Dash für die Aufzählung und so weiter und so fort. Und YAML mit A schreiben. Ja. Und das, aber das Init ist scheinbar sowas wie das Post-Command bei Dev-Containers. Also da kannst du scheinbar sehen, wenn du neu generierst, ist das der Command, den du auswählst. Okay, Moment, wo ist denn das PDK jetzt gewesen? Wo wird denn das um und um kopiert? Aber ich bin mir relativ sicher, dass du. Achso, über den Docker-Container kannst du es jetzt reinschauen, ja. Kopiere mal das mit Curl, in der Hoffnung, dass Curl installiert ist. Init. Bundle install. Bundle install. Achso, weil der Ruby drin vorkommt. Die Frage ist, wann läuft der Task? Ich glaube, dass das erst, dass der erst. Mit reinmachen. Ja, und dann den Container neu starten, mal laden. Achso, ich mein Dockerfile kann ich sudo verwenden. Geil. Image Doppelpunkt, File Doppelpunkt und dann den Pfad zum Dockerfile. Das war halt super, wenn man da Shared Environments hätte. Image? Also, genau, Image? Doppelpunkt? Ich glaube, dass es nicht funktioniert, das Shared Environment. Dann meine ich, das einmal. Kannst du sharen. Achso, du meinst, dass man jetzt Live-Share probiert von da? Ja. Wäre interessant. Geht das? Also, ich weiß nicht, ob. Von den Berechtigungen nicht? Ist interessant, weil das braucht ja auch ein Netzwerk, in meinem Namespace drinnen. Ja. Theoretisch müsste es gehen. Lass uns da mal probieren, ob wir da jetzt was installieren können in die Umgebung. Image, genau, Enter, dann einrücken, File-Doppelpunkt und dann Pfad zum Docker-File. Also lokal schätze ich mal. So. Was ist das Docker-File? Achso, da liegt der Chance rum. Ups. Wie macht man das? Dockerfile.gitpod. So. Und dann File New Ding Dong. Dockerfile.gitpod. So. Und dann. Da. From, ups, oder? Was? Dockerfile-Syntax und Michi, da ist from nichts mehr. Na doch, from, okay. From, was ist Workspace Full? Das ist eine gute Frage, das machen wir jetzt einmal Copy-Paste da. Und. Irgendwo ist die Puppet-Webseite offen, da, nochmal Copy-Paste. Diese Buttons sind super, früher hat man die nicht gehabt. Alles Copy-Paste. So, abgedatet. Dann, achso, das ist der Schritt quasi davor. Und da, boah, das ist mühsam. Das ist ja quasi das, was ich dann am Schluss mache. Achso, das ist umgebrochen, was ich installieren will. Das will ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht machen. Ja, dann dauert das Bilden halt ein bisschen länger. So. Run Bloop. Was fällt denn dabei raus, wenn ich das mache? Irgendein Debian-File. Okay.
sudo apt-get install minus yes, super Schalter. Dann ist die spannende Frage, was... Ah ja, da unten haben wir es. Ich hab gesucht, ob ich die Gefahr laufe, dass ich alles nicht installiere. PDK-Stern-Depp. So. Der sollte uns ja noch nichts fragen. Ja, und den Rest da löschen. Den Rest, ob das Image jetzt klar oder groß ist, ist mir ehrlich gesagt wurscht. So. Und dann, was muss ich dann machen? Dann muss ich das committen und das den Workspace neu starten. Ich schätze mal, dass er das automatisch erkennt, oder? Ich würde es zumindest committen, ja. Sicherheitshalber. Aber kannst du mal schauen, ob es bei Command-Shift-P sowas wie Reload gibt oder sowas? Gibt es, glaube ich. Das habe ich irgendwie vorhin auch gesehen. Gitpod. Nein, das wollen wir nicht. Bisschen größer. Nichts passiert, doch jetzt. Ich weiß nicht, wie groß das ist, aber ich bin kein besonderer Freund von großen Binaries, die man nicht braucht in Git. So, und jetzt Enter. Ja. Dann, zurück und oben auf dem Pfeil. Ja. Commit da auf den Haken. Du musst nur Station müssen. Rauf eins, ein Stück rauf. Na, Changes und dann, was über Changes ist. Na, unten. Was? Ich glaube. Ach so. Na, und da rechts das Plus. Du kannst einzeln, aber du kannst auch, wenn du auf Changes stehst, kannst beide gleichzeitig. Ja, du sprichst jetzt mit jemandem, der hat das noch nicht verwendet. Und jetzt den Haken? Ja, und dann kannst du Punkti-Punkti machen. Jetzt, da gibt es mehrere Varianten. Punkti-Punkti klicken. Das sind die drei Punkte. Und sagst Punkti. Push. Ja, mit Command-Shift-P genauso. Scooter macht dann Push. Okay. So, was ist jetzt passiert? Jetzt wahrscheinlich noch Steuerung, also Command-Shift-P und dann Gitpod Reload oder so. Mach mal nur Gitpod. Was die Befehle für Gitpod? Gitpod! Stop Workspace gibt's. Moment, Gitpod, Restart, Work. Space. Life of a Workspace. Spannend. Ja, das ist schön, aber ich will das nicht starten. Ja, dann musst du es eigentlich erst Stop und Start machen. Ja, zumindest ist das. Es ist eh relativ zentral dokumentiert. Ich verstehe nur manche Sachen noch nicht so ganz. Kann ich einfach an Reboot eintippen? Das geht wahrscheinlich nicht. File. Save all. Save Workspace. Dadurch, dass ich das anklicke, einfach auf Stop Workspace und schaue, was passiert. Ich kann Start anklicken. Das ist okay. Was lief seit? Okay. Start, Restart quasi. Ja, das ist das klassische. Wo ist der Restart-Button im Windows-Menü? Ach so, haben wir nicht eingebaut. Müssen wir zuerst einen Power-Down machen und neu einschalten. Aha, okay. Hat er jetzt was gemacht? Puppet Float für neues. Ja, ja. Das war sicher noch das Bestehende, einfach neu starten, sonst gar nicht. Ja, aber das ist irgendwie nicht das, was ich offen hatte. Hallo? Vielleicht machen wir das einfach. Schauen wir doch mal, was in das Repo. Nein, nicht in das. Wo ist denn das andere Repo wieder? Das ist ein bisschen mühsam. So. Was kommt denn noch bei File Open Workspace? Output GitLab, das haben wir jetzt eh schon in der History drinnen. Wir haben doch da was committed, genau, das ist ja auch da. Druck da mal Gitpod. Hoppala, warte mal, der hat die Änderungen nicht gespeichert, schau mal, das ist alles weg. Nein, aufgeklappt, oder?
Na. An der Rand steht der Null. Steht der Null. Hast du gespeichert, bevor du committed hast? Nein. Aber ist das jetzt, das ist aber eh noch drin, oder? Weil steht in den Workspaces nicht gespeichert. Also jetzt nicht da, nee, sondern in Gitpod. Nee, das Problem ist, ich bin davon ausgegangen, dadurch, dass das eine Autosave Cloud Instanz ist, habe ich jetzt nicht gespeichert, sondern habe ich mir gedacht, der nimmt jetzt alle Änderungen an der Datei und nimmt das in den Commit mit auf, hat aber offensichtlich nicht gemacht. Nein, musst du erst safe. Boah, ist das. Ich mag meinen Vim wieder zurückkommen. Also. Der ist eh unten drin. Nein, ich würde es lernen. Wie war das jetzt? Image. Doppelpunkt, Enter, File. Doppelpunkt, von der Graf. Wir sind ja gemeinsam zum Lernen da. Und meistens trifft es mich. Also ich würde das copy-pasten. Ich muss sagen, so, ich genieße das durch reines Zuschauen zu lernen. Das ist mal eine angenehme Abwechslung. Normalerweise muss ich das alles zu Fuß machen. Achso, ich meine auch, du bist ja immer der live schreibt und die anderen schauen zu. Ja, zu Fuß eben. Achso. Ja. Ja. Du glaubst ja gar nicht, wie oft ich zuschaue, immer denke so, ja, ist ja alles super einfach und dann musst du das halt selber mal machen. Deswegen haben wir das damals, wie mein Gunnar die Pair-Programming-Sessions und Debug-Sessions gemacht habe, immer sehr viel geholfen, weil du halt im Endeffekt einer tippt und einer sagt an, beides strengt irrsinnig an. Mhm. Und so, stimmt, ich würde das eigentlich. Du musst selber mitdenken, hast aber natürlich nur deine Hänselmännchen im Ohr, die dann nur 1000 Sachen einflüstern. Zwei Sachen sind falsch, 8 Sachen sind richtig. Und selber hast du dann einen Dickschädel, deswegen schau mal, was passiert. Mhm. Jeder blöde Kommentar kostet ein Bock und drei Schickekse. Unser Draschikeksi essender Freund ist übrigens heute nicht da. Kommt der später, glaube ich? Nein, der schafft es nicht, hat er gesagt. Aber ich habe gesagt, du musst dann im Stream dann mindestens, also gesagt, einen blöden Witz zu Draschikeksi anhören. Das mindestens habe ich jetzt gesagt, weil der Niklas wird das später noch übernehmen. Ist es jetzt richtig? Ich speichere das jetzt. Ach so. Okay. Schau, jetzt haben wir da Modified-Sachen. Plus. Dreck, nein, das machen wir nicht. Alles ist super. So, wer geht denn da? Ich bin heute 2 Stunden vor meinem Wecker aufgewacht. Und dann hatte ich aus medizinischen Gründen kein Frühstück bis um 12. Das heißt ja. Zombie. Ich hatte ein wenig Koffein nach dem Mittagessen, aber es hat nicht viel geholfen. Hey, das Ding hat Autosave. Schau mal. Das kann man vielleicht einfach als Default machen. Schauen wir mal, ob man dann Pull-Request schicken kann. Aber das ist der höhere I.O. Ach so, stimmt. Moment, bevor ich jetzt da irgendwas auf Stopp klicke, habe ich das gepusht dadurch? Ja, wahrscheinlich schon. Das Repository wird ausschauen. Na, das ist noch nicht gepusht. Okay, darf ich nicht anklicken? Jetzt habe ich ihn schon gestoppt. Schauen wir mal. Wahrscheinlich habe ich es wieder kaputt gemacht. Womp, womp. Da ist es nicht. Aber er hat sich wenigstens da gemerkt. Er hat sich da gemerkt. Muss ich das da noch irgendwie pushen? Ja. Ah ja.
Das ist nicht so wie in der Web-IDE, wo das automatisch am Server gepusht wird, sondern man muss es immer nur pushen. Es ist so wie in deinem lokalen Editor. Das, die Änderungen im Settings.json ist das nicht. Was kommt dann? Ich weiß nicht, was das für Änderungen sind. Das war jetzt mein Clip. Ah, das ist der Autosave. Bitte. Okay. Ah, den kannst du speichern als Settings. Okay, interessant. Siehst du? Kannst du den PA sperren. Sparen. Hast du schon als Default. Ja, für mich, aber ich hätte es ja gerne einfach so. Aber bist du der Meinung, dass weltweit alle Leute sollten Autosaven? Ich habe letztens gelernt, dass war das Visual Studio Code oder JetBrains oder irgendeine andere IDE, dass die Autosave anhaben. Weil ich bin nämlich einer, der die ganze Zeit Command-S, kennt man ja aus Computerspiele, bevor man stirbt, machst das halt und dann sagst du, nein, das brauchst du nicht, wird Autosave gemacht. Deswegen haben wir gedacht, das ist jetzt auch... Das ist bei mir ist grob, ist gemischt. PDF, PDK, so. Ja, du hast jetzt noch nicht neu gestartet, nachdem du es gepusht hast. Aber was machen wir da bei Open Recent Workspace? War interessant. Kann ich mir das irgendwie sinnigerweise anschauen? Nein, das kann ich editieren. Download, ich kann starten. Ja. Ja, okay, dann war ich dann. Achso, jetzt startest du zweimal, oder was? Ist das dieselbe URL? Ja, ist es. Machen wir eins zu. So. Das ist ja, grundsätzlich schaut das alles sehr nett aus. Und ich wollte jetzt gerade, für Pair-Programming haben wir auch einen Cloud-Dienst vor vielen Jahren verwendet. Cloud 9 hat das, glaube ich, geheißen. Da hast du aber, glaube ich, keinen Zugriff auf die Shell gehabt, sondern das nur in der Oberfläche, so ähnlich à la Google Docs. Die spannende Frage ist jetzt, das klingt ja an. Puppet ist nicht drauf, weil da findest du. Kriege ich da ein Feedback, dass das Installieren nicht funktioniert hat? Ich glaube einfach, dass es nicht probiert. Das stimmt der Hash? Ja, das Installieren wird sicher eine Minute oder so dauern. Also wenn du nicht eine Minute darauf wartest, so dass das Ding hochfährt, dann hat er es nicht gemacht. Aber ganz, kann man den, weiter nicht am Muskel, schmeiß einfach den Ding weg und startest das GitHub neu. Das da. Ja? Mhm. Weil du hast es ja committed, also. Ja. Ich meine, ja. Das Einzige, was du verlierst, ist das Autosave-Hackerl. Aber. Oje. Kostet was? Dann ist er nicht traurig. Verstehst du. Nein, mir macht das Spaß. Du hast noch 49 Stunden. Für was? Warte mal, ist das im Monat oder ab Login? Weil dann wäre es theoretisch, wenn es in der Monatsweise ist, morgen. Also schau mal, was da passiert. Neu. Geil. Das gefällt mir nochmal, jetzt ein Screenshot davon. Ja, und das macht er jetzt jedes Mal. Dann dauert schon lange. Sagen wir jetzt von den 50 Stunden still weniger. Ja, vermutlich kannst du. Scheiße. PDK, was? Operation not permitted. Entschuldigung, ich bin heute ja echt müde. Du kannst einfach den Puppet Labs /PDK Docker Container nehmen. Ja, okay, dann überziehen wir heute leicht. Weil das wäre grundsätzlich interessant. Achso, das muss ich jetzt anders fixen. Dadurch, dass ich zu faul bin, mir jetzt einen Browser zu ziehen, nicht einen Browser, ich will jetzt nicht in die Shell rein, so war das. Beziehungsweise, wo sind wir denn da? Im Docker-File. Das wollen wir editieren. So editieren. Ja, und da ersetzt das from puppet /pdk und löscht alles andere. Puppet /pdk. Ja, das ist super.
Und vermutlich könnte es sogar statt dem im Gitpod YAML statt File kannst du es direkt schreiben beim Image, wenn es von der Registry kommt. Echt? Ja. Also kannst du schreiben Image, Doppelpunkt und dann, also bis November, dann gibt es Probleme, weißt du. Ja. Ah. Das lassen wir mal auf uns zukommen. Das wird spannend. Wir installieren jetzt einfach die ganzen Marketing-Tools von Puppet im PDK drinnen in unserer Gitpod-Umgebung. Das telefoniert dann alles nach Hause und sagt, dass wir das gerade ausprobieren. Nein, standardmäßig machen wir das nicht. Du musst einmal Ja sagen, bevor es nach Hause telefoniert. Also, was ist denn da eigentlich alles drinnen, dass es 100 Megabyte groß ist? Puppet 4, 5, 6 mit den dazu passenden Rubies und allen Libraries. Ah. Oh. Ja, okay. Keine weiteren Fragen. Gut, dafür funktioniert es einfach, wenn du es mal hast, ja. Das stimmt. Mal früher waren wir ja dagegen, dass alles irgendwie mitkommt. Ich glaube, der große Aufschrei war damals bei dem All-in-One-Package. Das war, glaube ich, Puppet 4, wenn man nicht alles täuscht. Ja, der Puppet Agent 4, ja. Auf der anderen Seite, es geht halt einfach. Und du als Vendor bist eigentlich verpflichtet, deinem Kunden gegenüber, nicht nur eigentlich, wenn ein CVE rauskommt, muss es halt fixen. Ja, das war ja für uns auch kommerziell ein fürchterlicher Schaden vorher, weil mit Puppet 3 hatten wir einen Open Source Agent und einen kommerziellen Agent. Und wenn du endlich wen gefunden hast, der Open Source schon installiert hatte und dann upgraden wollte auf Puppet Enterprise, hast du den Kollegen dann mal erklären müssen, dass sie jetzt alle ihre Agenten sidegraden müssen. Das war nicht lustig. Das klingt schmerzhaft. Mit dem Puppet Agent 4, wo alles drin war, aber halt die kommerziellen Komponenten nicht aktiviert, ist das alles gegessen. Ja? Welcher Master oder welcher Puppet-Server und geht schon. Ja? Das geht dann alles in place und du musst die Agenten nicht ankrabbeln und ich meine, mittlerweile haben wir auch Module und Bolt-Tasks, wo du einfach in der UI klicken kannst, mach den Agent da drüben hin und der macht. Und ja gut. Na, es ist deutlich einfacher geworden, vor allen Dingen, wenn du es, glaube ich, wir haben es damals auf irgendeinem Debian wollten wir es installieren, zwar 7, aber nur das Backboard und dann hat das mit dem Ruby nicht irgendwie nicht funktioniert und es war alles irgendwie wir wollen die Vendor, den Upstream verwenden, ja, aber der Vendor ist aktueller, der ist sicherer, wird halt schwierig. Und damit hast du eigentlich beim Akzeptanztest in einer neuen Firma schon verloren, weil du einfach nicht reinkommst, weil sich keiner einigen kann, wie man es installiert. Und installieren ist langweilig, also meiner Meinung nach. Als großer Debian-Fan und alles Upstreamen bin ich da natürlich schwer gespalten mit meiner Meinung, aber sagen wir mal, für die Sachen, die du selber installierst, für die aktive Applikation und so weiter, wird man selten mit den Debian-Geschichten oder auch mit den Reddit-Geschichten oder den SUSE-Paketen zufrieden sein, weil die halt einen ganz anderen Lifecycle im Auge haben. Ja, das stimmt. Fairerweise muss man sagen, dass gerade was EPEL oder Backboards und so weiter anbelangt, dass die Stabilität und auch die Aktualität deutlich zugenommen hat und dass wenn du halt ein stabiles System brauchst und dir ist es jetzt wurscht, ob du zum Beispiel PHP 7.3 oder 7.0 hast, im Endeffekt, solange es gepatcht wird, dann nimmst du das, was halt einfach stabil ist und gepflegt ist, weil immer nur Bleeding Edge führt auch dazu, dass, also meiner Erfahrung nach, kannst du viel damit kaputt machen oder du debuggst halt öfters einmal was, was deine Kunden einfach nicht sehen, weil sie halt eine ältere Systemversion haben. Ja. Ja, du holst ja mit Bleeding Edge halt die Maintenance halt krass ins Haus einfach. Das ist halt das Problem. Ja, was mir imponiert hat, ist Discourse, die gesagt haben, es gibt keine Selbstinstallation, sondern genau ein Docker-Image, inklusive dem, dass da halt alles drinnen läuft. Das ist zwar auch nicht Best Practice, wie man mit Docker umgeht, aber es funktioniert einfach. Und sogar der Web-Installer oder der Web-Upgrader, der macht im Hintergrund irgendwas live im Container oder aktualisiert es, keine Ahnung, wie es genau funktioniert.
ich klicke das an, es geht. Wenn das Base-Image sich ändert, muss ich halt ins Terminal und muss das halt nachbauen mit irgendeinem Shell-Skript-Befehl. Es geht einfach. Ist noch nie kaputt gegangen in den 3 Jahren, wo ich das in die Finger gehabt habe. Ja. Und, wie sieht es jetzt? Ah, du musst den Entry-Point überschreiben wahrscheinlich oder so. Hat das Puppet-Image ein Entry-Point? Da habe ich schon lange nicht mehr reingeschaut. Es hat ein Werktier, keinen Entry Point. Doch einen Entry Point. Ja, den musst du einfach leer sitzen, dann kannst du, dann wird der Entry Point resettet. Also, das ist ein einfacher Trick. Achso. Damit ach so, du schaffst, weil es zählt immer der letzte Entry Point im Dockerfile. Ah. Achso. Ja, okay, nochmal von vorne. Go to Workspaces. Also, merkt ihr eigentlich, das wollt ihr haben? Das schmeißt man weg. La 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 la. Entry point. So? Oder ein Dings? Ist ein Array. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ohne Quotes, also ohne Item. Ja. Schauen wir mal. Warte. War da nicht noch irgendwie so User GitLab oder sowas, was du brauchst? Nee, der hat einen Change Dir auf den Root-Ordner gemacht. User Git Pod. Okay. Sie ja. Hat dir. Du müsstest im Screen zurück scrollen. Der gerade auf GitLab anfiltert ist, der Stream, um dann zu sehen, was ich gemacht habe. Ich habe das schon wieder zugemacht. Ja, eigentlich eine gute Möglichkeit, um zu verifizieren, was wir vorher gemacht haben. Zu schauen, im Livestream einfach zurückscrollen. Haben wir gefreut, dass man jetzt einfach wieder streamen kann. Wir haben das eine Zeit lang nicht können, weil es Probleme gegeben hat mit der Zoom-Integration für YouTube. So. Was ist das? Ist das Regen? Ist das Schnee? Aber es ist schön reingebaut, also kann nicht meckern. Außerdem ist es faszinierend. aber was macht der jetzt? Vorhin war das nicht so lang. Achso. Was sagst du da? Build field. Create field. Set in config JSON. Er möchte ins Root-Verzeichnis wechseln, was in der Config-JSON drin ist. Ich weiß aber nicht, was die Config-JSON ist. Das ist aber vermutlich jene, die... Der Dipod ruft irgendwie den Docker auf. Also mit irgendeinem Command. Ah, das ist die Docker-Config-JSON wahrscheinlich. Nee. Moment. Im Schienen Jupyter Docker Stacks. Running container is different user fails with permission. Docker for win. Ist ein Docker Fehler. Kommt mal jetzt hin. Werktier root. Okay. Ah, das heißt offensichtlich, ist in dem PDK drinnen wahrscheinlich Workdir root, oder? Na, im PDK ist drinnen Workdir / Anubis und User Anubis von wie auch immer da PDK installiert wird. Versuch mal User root im Dockerfile anzugeben, dass er dann nachher den Gitpod
das Gitbot-Zeug drauf pappen kann. Das wird jetzt abenteuerlich. Schauen wir mal. Das Schlimmste ist, wir schießen Gitbot ab. Ich fände das lustig. Gitbot nicht. Aber wir haben noch das Word, ja, einfach. Root ist immer drin. Aber du kannst auch User und dann 0 nehmen. Ist das gleiche. Was? User 0? Ja, der macht ja. User ist ja nur. Du kannst entweder die ID oder den Namen angeben. Ich glaube, nur ums. Aber ich würde Root zur Sicherheit schreiben, bevor ich lüge. Was? Okay. Und dann mach ruhig das Word dir auch auf Stash Root. Word dir ist halt. Das setzt halt den Einstiegspunkt. Das ist halt wie ein CD und ansonsten, ja. Falls der Ordner nicht existiert, erstellt Docker den. Achso, jetzt habe ich keine Commit-Message angeben. Wurscht. Und bei 2000 Fenster auf. Klick. Dazu. Wieder zu. Weg. Weg. Layer already exists. Okay, der cached. Cachen du das? Schlau. Interessant. Ja, das ist ja von Docker. Ja, aber das erfordert immer noch, dass die darunterliegende Maschine den Layer sich gemerkt hat, oder? Oder wo ja, können die das hinpushen? Also hinpushen? Der Team, ja. Das ist, wir machen ja gerade was mit GCP und das ist was mir dort ein bisschen sauer aufstößt, dass die zu einem Cloud-Bild immer schön alles frisch bauen, aber sich halt auch überhaupt nichts merken. Ja, also. Caching ist eine Kunst. Ja, du könntest ja im Cloud-Bild könntest du ja auch wahrscheinlich erst die Images runterpolen und dann, wenn du ein neues Image oder so baust, sagst du einfach Bild, Art und dann from Cache und gibst das Image einfach an. Niklas, wie ist denn das eigentlich, wenn du ein Docker-Image siehst, das weiß ich nicht, das eine ist from, weiß ich nicht, irgendein Image und das wieder auf irgendeinen from scratch. Wenn du es auf deine eigene Registry pusht, merkt er sich dann in dem Manifest alle Layer? Ja. Nein, also ein Manifest ist quasi nur von einem, also von den Commands innerhalb eines Dockerfiles. Ja, wenn es dann wieder pusht, dann ändert er die einzelnen Layer und das Manifest wird geupdatet. Aber du kriegst halt nicht mehr, wenn du bei Docker Image, wenn du Docker Build oder so zum Beispiel, oder wenn er dir irgendein Image anguckst, was du zum Beispiel aus der Registry runterziehst. Ich guck mal bei mir lokal. Ja, für mich war die Frage eben, reicht es eigentlich jetzt, wenn man es auf die eigene Registry zieht, wenn ich nur meins neu runterlade und einen neuen Namen vergebe, oder muss ich für jeden From ebenfalls den Namen verändern, weil dann wird es kompliziert. So, wir probieren jetzt nur was. Moment. So. Ich muss mal den Befehl rausfinden. So. Warum muss das from ändern? Nein, ob man es ändern muss, ich glaube nicht, weil ich glaube auch, dass das File wird an sich gehasht und gespeichert, schätze ich mal. Do it. Und wir machen. Aber die Frage ist nur darauf, dass ich ziehe ein Image runter, das weiß ich nicht, drei From-Verweise hat. Und wenn ich es auf meine Registry pushe, dann sollte er doch alle Layer nehmen und bei mir die Registry schmeißen. Wenn du drei Froms drin hast? Also From jetzt, also ein File verweist auf ein anderes File und das verweist wieder auf ein anderes. Das meine ich. Und ich nehme das unterste quasi und ich pushe es, pusht er dann alle Layer auf meine Registry? Oder, weil ich, so würde ich es implementieren. Ich gehe davon aus, dass auch das Dockerfile selbst gehasht wird und so abgelegt wird. Deswegen gehe ich davon aus. Achso, du meinst, du hast halt, also du baust in drei Stages halt in dem Sinne auf, genau. Pusht Stage 3 und dann ob Stage 1 und 2 mitgepusht werden. Genau. Also du kannst sicher nicht per Name ansprechen, aber die Layer müssen doch mitgehen, oder? Ja, die Layer gehen mit. Weil ein Layer ist ja einfach nur ein Tar-Archiv am Ende des Tages, was hochgeladen wird mit einer ID am Hash. Weil das war noch die Frage, ist, wenn du zum Beispiel so eine Go-LPEN nimmst, dann hast du ja die Go-Sachen drin, dann hast du LPEN drin,
Und was ist, wenn ich auf dem aufsetze und das für die rüber pushen? Ne? Genau, dann wird jetzt zum Beispiel nur Alpine, dann ist Alpine schon retached. Genau, aber du kannst. Aber ich kann Alpine nicht von meiner Registry logischerweise per Name ansprechen, weil den kennt er nicht. Ne? Oder macht er das dann auch? Magic. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Ich habe parallel debuggt. Ich hasse Bots, die Issues automatisch zu machen, aber das war hilfreich, weil anscheinend das wirkt, also den Ordner gibt es nicht zwingend, aber es gibt halt immer den da. Also Slash halt. Das geht offensichtlich. Ja, du, so, das ist jetzt hat er, also der Schritt ist im Endeffekt, dass er zuerst das Image baut, dann pusht das in der eigene Register rein und dann pullt das wieder, um den Workspace zu starten. Also eigentlich sieht die CI/CD im Hintergrund. Ja, also einfach Kubernetes, das läuft ja auch Kubernetes und dann wahrscheinlich um ein bisschen mehr Performance sind das dann auch lokale Registries im Cluster oder so. Die dann ein bisschen schneller. So, nachdem wir eh schon ein bisschen die Zeit überzogen haben, schauen wir mal, ob das jetzt geht. Achso. Aber jetzt beschwert sich nicht mehr so. Okay. So, und jetzt solltest du eben wieder in diesem Command-Menü, Ctrl-Shift-B, wenn du sagst New Class. Das hast du gemeint. Geil. Yes. Ja, und auch dann Tests laufen lassen und alles. David ist super. So. Oh, Whitespace. Whitespace. Moment, das probieren wir jetzt nochmal. Nochmal mit Whitespace. Rashi. So. What? Moment. Pass it. Not send. Puh. Mach's mal auf der Command ein. Ja, das schaut irgendwie aus. Naja, das. Ah, nein, Plätzchen ist 6 schon, das macht dir noch die Ding. Ja. Interessant. Kannst du mir das copy-pasten und irgendwie zukommen lassen? Ich meine, ich habe eine Vermutung. Das schaut aus, als würde die abhängig. Was ist das, Ruby? Ja. Das wird eine Dependency von der Runtime mit da sein. Ah, der. Der Pass, ich bin kein Mensch, aber Pass ist. Das Modul ist noch nicht PDK konvertiert. Das heißt, er versucht das richtige Template runter zu klonen, aber nachdem kein Template konfiguriert ist, haut es ihn auf. Also auf gut Deutsch einfach den Case nicht geprüft. Und dann Stack Race. Mach mal. Aber das PDK ist doch ein Git-Fehler, oder? Ja, da läuft ja auch Git im Hintergrund, weil. Ach so. Weil Reasons. Magic. Ich mache PDK Convert. --Force. Mete Force bewegt sich. Was? Ich glaube, das PDK sauber. An sich. Ja, ich glaube auch, dass das an sich nicht sauber der drauf macht, ist. Der macht immer ein Cloning Into aus irgendeinem Grund. Ja, das ist. Git Version 2.17, okay. PDK Version. Okay. Vielleicht der Ordner oder so für LTS-Tieren, so ganz dumme Sachen. Wenn ich mir den Stack-Tracer anschaue, dann ist es genau dort, wo ich erwartet habe, dass es ihn aufbindet mit der Git-Fehlermeldung. Das, was ich nicht verstehe, ist, warum überhaupt da reingeht. Der versucht es zu löschen. Okay. Das ist beim Aufräumen. Also null into string. Super Fehlermeldung. Changes. Pass ist aus irgendeinem Grund leer, okay. Also der weiß nicht, wo ist quasi. Ja, PWD oder irgend sowas geht nicht. Ja. Warte. Mal.
Kann ich dir was in den Zoom-Chat pasten? Sicher. Ich muss erst das Richtige finden. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 2 Stunden. Ach, nicht schlimm. Machen wir nächste Woche. Na, jetzt haben wir schon angekündigt. Wir müssen es halt machen. Das macht nichts. Wir beenden einfach den einen Stream, der eine Stunde länger macht, und machen den anderen Stream auf Englisch und den überziehen wir halt abends 2 Stunden. So, wir wetten das. Versuch mal den hier. Okay. Das ist dann quasi die Antwort, ne? Ich das einmal weg da, weil diese Pop-Ups nerven. Hm. Okay. Also dann gehe ich mal auf für jetzt, das auf rasch zu finden, weil Kann ich den kompletten Output mir irgendwie speichern oder muss ich das händisch copy-pasten? Habe ich eine Frage? Du, eine einzelne von den Messages reicht mir voll und ganz. Okay. Und ich meine, ich nehme ja an, dass ich das reproduzieren kann auf Gitboard, jetzt wo wir wissen, wie das... Du kannst einfach das Repo forken. Du kannst mir einfach forken. Ich überlege jetzt gerade, ja, mein Mailpostfach mache ich jetzt nicht auf im Screenshare, aber du kriegst es dann gleich von mir. Ja. Beziehungsweise schlimmstenfalls kann ich einfach auf das YouTube-Video gehen und von dort abtippen. Ja, klar. Bugreport mit Link zu YouTube at Time. Ja, stimmt, wir können das YouTube-Video dann verlinken, aber sagen wir so, jetzt unabhängig davon, dass wir schon in den Untiefen vom Puppet-PDK sind, das funktioniert doch 1A und ich habe wieder einige Dinge dazugelernt. Mhm. Ich stoppe jetzt einfach mal den Share. Weiß ich nicht, wollen wir uns dann nächste Woche mit ein paar anderen Projekten rumspielen, weil das macht ja offensichtlich Spaß. Vielleicht mit C++. Das kommt irgendwie keine Begeisterung hier auf. Das schauen wir mal, weil um 10 am Abend durch mit Tim noch telefonieren wegen der Conan Registry. Schauen wir mal, ob es dann geht. Na, wir können gern, was haben wir denn an Sprachen rumliegen? Wir können gern gemeinsam frisch programmieren anfangen in Go, wir können in Python programmieren, wir können in C++ was machen, wobei das schwieriger ist. Was? Wie? Rust. Rust? Also Rust. Stimmt, wir wollten Rust programmieren, das haben wir schon haben wir nicht gemacht. Ja, bei Rust bin ich auch dabei. Ja. Ich meine, ich kann wieder vermutlich erst eine halbe Stunde später, weil wir haben ein Team-Meeting, das leider überlappt, aber wir konnten auch Rust einfach um 6 Uhr dann programmieren, falls ihr da Zeit habt. Der Englisch war. Englisch. Weiß ja nicht, wie das beim David zusammenpasst, aber ich glaube, um 6 Uhr ist Abendessen und angesichts meiner heutigen Generalverfassung. Okay, wir machen es um 4 Uhr, passt, überzeugt. Was? Wir überziehen ja bis 6, also ist eh wurscht. Das wird dann ein 4-Stunden-Stream einfach mitten drunter auf Englisch wechseln. Also ich höre mal so einen Podcast, der heißt Freak Show und der geht auch immer 4 Stunden. Dann reden die so über Macs und IPv6. Ich sage jetzt einfach einmal, wir verabschieden uns von den braven Zusehern, die noch immer auf YouTube da dabei sind. Jetzt haben wir gedacht auf Dreisat. Genau, wir wechseln jetzt Dreisat. Wir verabschieden uns von den Zusehern aus Österreich. Hey. Achso, warte. Umgekehrt. super, jetzt bin ich schon ganz, ganz huschi-wuschi. Gott sei Dank muss ich nachher nichts mehr vorzeigen, hoffentlich nicht. Dann lass uns doch probieren, nächste Woche Gitboard und Rust und andere Themen noch auszuprobieren. Und wir schauen einfach, was wir da rausfinden. Und damit beenden wir mal den Stream. Herzlichen Glückwunsch.